Die Hannover Messe 2013, die weltweit wichtigste und größte Industriemesse, wurde mit viel Politikprominenz aus dem In- und Ausland feierlich eröffnet. In seiner Eröffnungsrede betonte der ZVI-Präsident Friedhelm Loh den Stellenwert der Elektroindustrie. Die Hannover Messe fasziniert immer wieder aufs Neue, weil sie unseren Blick in unsere gemeinsame Zukunft lenkt. In den nächsten Tagen haben wir alle die Gelegenheit zu erleben, wohin die Reise in unsere Zukunft geht. Ihnen, allen Ausstellern und Besuchern wünsche ich eine erfolgreiche Messe, eine gute Zeit. Ich wünsche Ihnen gute Geschäfte. Diesjähriges Partnerland ist die Russische Föderation. Unter dem Motto Deutschland und Russland gemeinsam die Zukunft gestalten, finden derzeit viele Veranstaltungen in beiden Ländern statt. Die Hannover Messe 2013 bietet eine hervorragende Gelegenheit, diesen Leitsatz umzusetzen. Denn 160 Aussteller kommen aus dem Partnerland. Nie zuvor hat die russische Industrie bei einer Auslandsmesse einen so starken Auftritt gehabt. Eine der wichtigsten Veranstaltungen ist natürlich unsere Exposition hier auf der Hannover Messe. Dies bietet uns eine Möglichkeit, die russische Industrie und Wissenschaft zu präsentieren und uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den deutschen und ausländischen Partnern auszurichten. Das Zusammenspiel von Elektroindustrie, Maschinenbau und Informationstechnologie ist mittlerweile zu einem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren geworden. Diese Entwicklung spiegelt die Hannover Messe mit dem diesjährigen Leitthema Integrated Industry wider. Ich glaube, dass diese Hannover Messe zusammen mit der schon vor einigen Wochen eröffneten CeBIT ein Meilenstein ist, auch im Blick auf zukünftige industrielle Entwicklungen. Wir müssen in Europa innovativ sein und andere auf der Welt überzeugen von unseren Produkten. In diesem Sinne eine erfolgreiche, gute Hannover Messe.